Hallo, ich bin Lilly, 11 Jahre alt und ich bin heute für Genial Sozial in Treuen bei der GET-Gerätetechnik. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, was ist denn Genial Sozial? Genial Sozial ist eine Kampagne, die sich für Armut einsetzt, nicht gegen Armut einsetzt. Das heißt, Kinder dürfen einen Tag lang arbeiten und das Geld, was sie verdienen, wird dann gespendet. Wie gesagt, bin ich ja heute in Treuen bei der GET-Gerätetechnik und wir gucken heute mal, wie die Leute das hier machen und was sie so machen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Folgt mir. Ich zeige euch alles. Hallo. Hallo. Wer bist du denn überhaupt? Hallo, ich bin Lilly und wer bist du? Ich bin die Melanie. Okay, und was machst du so? Ich bin die Office Managerin hier. Macht dir das Spaß? Ja, macht mir sehr viel Spaß. Und was machst du genau? Ich organisiere Besprechungen, plane Termine und buche für die Geschäftsleitung Reisen. Und wolltest du diesen Job schon immer mal machen? Nein. Was wäre die Arbeit gewesen, die du vorher gerne gemacht hättest? Ich wollte immer gerne Krankenschwesterin werden. Okay. Die ist ja auch klein. Hallo, ich bin die Lilly. Wer bist du? Hallo Lilly, ich bin die Heike. Und was machst du so den ganzen Tag? Den ganzen Tag mache ich... Und manchmal arbeite ich auch was. Und was arbeitest du? Ich beschäftige mich mit den ganzen Menschen, die hier in der GET arbeiten. Kommen zu mir und wollen von mir Lohn haben, dann wollen die mir erzählen, was sie gerade für kleine Kummer und Sorgen haben. Und manchmal suche ich nach neuen Mitarbeitern und da hoffe ich, dass du bald eine bist. Okay, und wie lange arbeitest du schon hier? Fast 20 Jahre. Und wolltest du diesen Beruf schon immer einmal machen? Ich wollte schon immer in der GET arbeiten. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich gedacht, wenn ich mal groß bin, möchte ich in der GET arbeiten. Ah! haben wir ja was gemeinsam. Genau. Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Oh! Und zwar, wie viele Mitarbeiter gibt es in der gesamten GET? Also, das kannst du dir merken, es sind immer vormittags 135 und nachmittags auch. Okay. Okay. Kannst du das schon ausrechnen? Sind? Es sind 135. Aha, sehr gut. Lilly, du kannst bei uns anfangen. 135 sind echt viel. In meiner Klasse sind gerade mal 26. Das ist ja dazu gar nichts. Das ist beantworten. Okay, dann schieß los. Erstmal, wer bist du denn? Ich bin Jörg Brücher, bin 49 Jahre alt und bin seit 5 Jahren hier in der GET und arbeite genauso wie die Doreen im Auftragszentrum und betreue Bestellungen und die Kunden und sowas. Wolltest du diesen Beruf schon immer einmal machen? Ja, also ich habe angefangen zu studieren und dann Dings und wollte aber schon immer, sag ich mal, im Büro und mit kaufmännischen Sachen zu tun haben. Als ich älter gesagt hat, ich habe studiert und dann Dings. Hallo, ich bin Lilly und wer bist du? Ich bin die Jana. Und was machst du hier? Ich versuche hier Lösungen zu finden, damit unsere Kunden zufrieden sind und ihre Tastaturen und Eingabegeräte bekommen. Und wie lange machst du das schon? Oh, lange, lange, lange. 1998 bin ich hier bei GET eingestiegen. Was stellst du dir unter Stress vor hier bei uns? Naja, nicht so viel. Bei GET, weil Umsatz wird getrieben. Und was heißt Umsatz? Umsatz heißt, GET stellt etwas her, verkauft es an einen Kunden und der Kunde bezahlt dafür Geld. Das ist dann unser Umsatz. Die ist ganz schön lustig. So, wir gehen jetzt gleich noch woanders hin, aber jetzt vorab erstmal ganz eingeschätzt und so, wie ich das hier finde. Ich finde, dass die Leute und Arbeitskollegen sehr nett zueinander sind und auch zu mir und sehr lustig sind. Jetzt sind wir im Untergeschoss und jetzt gucken wir mal, wer hier so ist. Hallo, ich bin Lilly. Ich bin Diana. Und was machst du hier jeden Tag? Ich kümmere mich darum, damit die Stoffe, die in unseren Produkten sind, ne,
jetzt zum Beispiel so eine Tastatur ist, hast du ja hier Kunststoff und da gucken, fragen wir unsere Lieferanten, dass da keine giftigen Stoffe drin sind, weil am Ende wird die Tastatur ja weggeschmissen, wenn sie irgendwann mal nicht mehr funktioniert und damit da keine giftigen Stoffe in die Umwelt gelangen oder damit, wenn man jetzt jeden Tag damit arbeitet, damit man keine gesundheitlichen Schäden bekommt. Wolltest du diesen Beruf schon immer machen? Also den Beruf, als ich angefangen habe, gab es so noch gar nicht. Ich habe hier angefangen in der Wareneingangskontrolle, hinten in der Qualitätssicherung. Und es hat sich dann so nach und nach entwickelt. Das Thema Umwelt ist ja auch immer wichtiger geworden, ist ja jetzt auch für euch dann wichtig, wenn ihr dann auch noch größer werdet und so. Das sind ja so wichtige Sachen. Und so bin ich da dazu gekommen, zu und dem Thema. Macht dir das Spaß? Ja, das macht mir viel Spaß. Findest du deinen Kollegen nett? Oder deine ja, Kollegen? Natürlich. Wir arbeiten auch schon viele Jahre zusammen. Ich bin der Andreas. Und was machst du hier so jeden Tag? Also ich habe hier zwei Aufgaben. Zum einen muss ich mich um die Qualität der Sachen kümmern, die wir so herstellen. Und ich muss mich um die Arbeitssicherheit kümmern, damit die Leute, die hier arbeiten, auch gesund bleiben und keine Unfälle haben. Wolltest du diesen Beruf auch schon einmal machen? Also, ganz ursprünglich wollte ich mal Maschinen bauen. Aber dann irgendwie bin ich in diese Sache reingerutscht mit der Zeit. Okay, macht dir das Spaß? Ja, das macht's. Und findest du auch deine Kollegin nett? Absolut. Okay. Also, ich glaube, wir haben ja schon herausgefunden, wie lange ihr das beide hier macht. Ihr seid ja ungefähr gleich hier lang hier. Mhm. Ja, das ist ein bisschen länger hier als ich, aber es ist schon etliche Jahre. Die waren voll lustig und nett. Also wirklich nett. Okay, wir gehen jetzt zum Produktmanagement. Hallo. Hallo. Ich bin die Lilly und wer bist du? Ich bin der Ingo. Okay, Ingo. Und was machst du so den ganzen Tag? Den ganzen Tag? Ich mache jetzt im Moment gerade eine Auswertung. Okay. Wir bereiten jetzt die Produktauswahl vor für das nächste Geschäftsjahr. Zum 1. Juli ist die neue Preisliste in Kraft getreten. Das ist also soweit jetzt alles abgehakt. Und nächstes Jahr zum 1. Juli beginnt wieder ein neues Geschäftsjahr und die Produktauswahl für das wieder neue nachfolgende Geschäftsjahr, die fangen wir jetzt schon an vorzubereiten. Was macht die gesamte GetGerät-Technik eigentlich? Wir sind einer der besten Hersteller von Technik und von Dateneingabetechnik für die Beziehung von Mensch und Maschine. Also HMI, Human Machine Interface. Okay. Das heißt Produktmanagement in deinem Alltag? Produktmanagement heißt, den Vertrieb zum Beispiel zu unterstützen. Unsere Vertriebsmitarbeiter sind ja das Wertvollste, was wir haben im Haus, weil die Vertriebsmitarbeiter, die sorgen dafür, dass wir am Monatsende Geld verdienen, dass wir Umsatz und Ertrag erwirtschaften. Okay, was habe ich gelernt? Die GET macht Dateneingabegeräte und Tastaturen. Offensichtlich sehr gut, weil sie machen das echt lange. Wir gehen jetzt zur Entwicklung, da sind die Erfinder. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Julian, wer bist du? Ich bin der Alex, hallo. Und was machst du so? Ja, ich leite die Abteilung Entwicklung, also die Erfinder. Ja, und kümmere mich um die Belange für die Kollegen, für ihre tägliche Arbeit und entwickle auch selber noch mit, also erfinden. In dem Fall mache ich Leiterplatten. Das ist eine Leiterplatte? Eine Leiterplatte, wie zum Beispiel hier, das ist eine elektrische Komponente, also so ein Bauteil, was die Funktion herstellt. Das sind kleine Mikrochips drauf, Steckverbinder. Dort wird die Funktion realisiert, die das Gerät später hat. Kann ich mal diesen Steuerdings benutzen? Das hier? Ja. Das ist eine Computermaus. Mit dieser Maus kann man nicht nur links und rechts, hoch und runter, sondern auch dreidimensional, also die Höhe noch steuern. Dann kannst du gerne mal probieren. Okay. Bitte, setz dich hin. Ja. Und jetzt dreht sich die Leiterplatte. Uiui. Also man muss ganz schön ein leichtes Fingerspitzengefühl dafür haben. Man muss die Richtungen rausfinden, wie man wohin kann. Ja, cool. Ja, auf jeden das Fall. Das ist ein schöner Arbeit. Man hat ja ganz coole Spielzeuge. Wer bist du? Ich bin André. Und was machst du so? Ich mache Software. Also Software für PCs, für diese kleinen Platinen und fülle das Ganze mit Leben. Und was sind Platinen? Ja, das ist ja zum Beispiel eine Leiterplatte, da ist so ein kleiner Chip drauf und der kann erstmal nichts und dem bringe ich dann bei, wie er
nach außen kommuniziert, was alles kann und machen soll. Ich will das Ding mit leben. Und wie lange machst du das schon ungefähr? Hier in der Firma seit 10 Jahren und mit 14 habe ich angefangen mit Programmieren. Das ist eigentlich schon eine lange Zeit. Es ist auch spannend. Und ist das nicht kompliziert, da oben in den ganzen Farben und kommt man da nicht durcheinander? Ja, man muss schon aufpassen. Aber irgendwann hat man so das Grundverständnis. Und wenn man einmal dahinter gestiegen ist, geht's. Hallo. Hallo, was geht's dir? Also, ich bin die Lilly. Und zwar haben wir uns schon mal gesehen, auf dem Gang. Ja, stimmt. Da hast du meine Größe bewundert. Genau. Und ich würde gerne wissen, was du so machst. Okay, also ich bin hier bei uns für die Hardwareentwicklung zuständig. Das heißt, wir entwickeln solche Module und solche Elektronik, die da rein muss. Und die Elektronik, die mache ich. Und das ist schon ganz schön kompliziert. Wolltest du schon immer mal sowas machen? Immer nicht, aber nach meiner Schule habe ich dann eine Ausbildung gemacht, eine Berufsausbildung. Und in dieser Berufsausbildung habe ich da richtig Spaß dran gefunden. Und habe dann gesagt, gut, das machst du weiter. Und habe dann noch studiert und dann irgendwann hier bei der GET angefangen. Und wie lange machst du das schon? Ich mache das schon seit 22 Jahren, das weiß ich ganz genau. Also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, es gibt noch jemanden in der Firma, der ist auch schon ungefähr 22 Jahre. Danke, dass du Zeit hast, auch vorhin. Bitte, bitte. Auf den Gang. Ja. Und dir noch einen schönen Arbeitstag. Ja, danke. Da wünsche ich dir viel Erfolg mit eurer Aktion. Danke. Tschüss. Tschüss. Das waren die Erfinder. Tollen Erfinder. Der Riese ist ganz schön lustig. Also der ist irgendwie auch immer von denen, der so richtig immer gut drauf ist. Thorsten heißt er, ne? Nee. Wie heißt er? Carsten. Carsten ist cool. Also wir sind jetzt gerade noch mal draußen und gehen jetzt noch mal in das andere Gebäude rüber. Und da fragen wir natürlich auch noch mal ein paar Leute. Hallo, ich bin Mimi. Wer bist du? Ich bin der Thomas. Grüß dich. Was machst du so den ganzen Tag? Ja, ich bin hier als Projektleiter tätig und kümmere mich praktisch darum, wenn Kunden Sonderwünsche haben, so Sachen, was nach ihren Wünschen gefertigt wird, Tastaturen, Dateneingabegeräte, dass das Ganze praktisch hier bei uns im Unternehmen eingesteuert wird und ja, dass wir das dann entwickeln können, für den Kunden konstruieren können und dann irgendwann mal auch produzieren können. Und wolltest du diese Arbeit schon immer mal machen? Ja. Okay. Und wie lange machst du das schon ungefähr? Oh, das mache ich ja schon seit 20 Jahren. Ja. Okay, das ist sehr lange. Ja. Bist du der in dem neuen Video von der GET so gelangweilt ist und an seinem Schreibtisch sitzt? Ja, das bin ich. Bin aber sonst nicht so gelangweilt auf Arbeit. Okay. Das habe ich noch für den Matthias so gemacht. Das war der Mann aus dem Video und der war sehr, sehr nett. Also auch lustig. Ich bin der Thomas. Und was machst du so den Tag? Ich bin sozusagen ein Projektmanager hier. Das heißt, wir haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem für einige Kunden entwickeln wir neue Produkte hier gemeinsam bei uns im Haus mit unserer Entwicklung zusammen oder mit Lieferanten, die wir haben in China oder in anderen Ländern. Ja, und ich bin speziell für eine bestimmte Produktgruppe zuständig. Das sind die sogenannten HMI-Paneele, die wir und da kümmere ich mich darum, dass wir technisch mit diesen Produkten gut sind und dass wir auch gemeinsam mit unserem Auftragszentrum oder mit unserer Einkäuferin, dass wir die regelmäßig und in der gewünschten Qualität und sicher liefern können. Das haben wir in der Produktion unten gesehen, wie verschiedene Leute das herstellen. Also zum Beispiel hat die eine das am Rand abklebt und die andere dann dieses Glas reintut und miteinander verbindet und so. Der Thomas ist Ingenieur. Richtig. Und ist dafür zuständig, dass schwierige Dinge oder komplizierte Dinge einfacher gemacht werden. Ich finde, es klingt ganz schön kompliziert. Wir sind jetzt in der Projektleitung und treffen jetzt den Candy. Hallo, ich bin Lilian, wer bist du? Hallo, ich bin der Candy.
Und was machst du so den ganzen Tag? Ich bin, wie gesagt, der Teamleiter von den Projektleitern und teile mal den Jungs die Projekte zu, wenn wir eine Anfrage bekommen. Die machen dann ein tolles Angebot daraus und hoffentlich entsteht dann mit dem Angebot für uns ein Auftrag. Und wolltest du diese Arbeit schon immer mal machen? Ja, durchaus. Also ich hatte immer mal den Plan, Projektleiter zu werden, bin dann aber über die Qualitätsschiene, ich war mal Qualitätssicherungsleiter hier und bin dann jetzt seit über 2 Jahren Projektleiter. Okay. Und was ist denn eigentlich die gesamte GET? Was ist die gesamte GET? Die GET ist ja ein super cooles, modernes Unternehmen. Wir haben 4 Standorte. Kennst du die schon? Nein. Also wir haben hier in Treuen unseren Hauptstandort, unseren Headquarter, wie man so schön sagt. Dann haben wir in Shenzhen, das liegt in China, das ist ganz am südlichen Meer, einen Fertigungsstandort, der sieht so ähnlich aus wie dieser hier drüben. Dann haben wir in Hongkong, das ist gleich auf der Gegenseite von Shenzhen, ein Handelsbüro. Darüber wickeln wir den ganzen Warenverkehr nach Europa ab und in die USA. Und in den USA haben wir noch ein Handelsbüro. Da verkaufen wir unsere Produkte quasi im ganzen nordamerikanischen Markt. Also sehr global aufgestellt, die GET. Und weißt du auch, was die GET macht? Nein. Wir sind, sag ich mal, in dem Sinne Spezialist für Dateneingabegeräte, beziehungsweise haben wir mit unserem Claim Creating Better Human-Machine Relationship die Beziehung zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Und in dem Sinne nicht mehr nur in die eine Richtung, dass man Daten in die Maschinen eingibt, sondern auch, dass man von den Maschinen was zurückbekommt. Wir haben zum Beispiel auch neben unseren schönen Tastaturen und Joysticks und Bedienpanels auch Touches oder arbeiten auch an einer Spracheingabelösung. Sprachsteuerung klingt sehr nach Zukunft, also so nicht nach früher, sondern so nach Zukunft, so wie, dass es mehr Elektronik so gibt. Ja, das stimmt. Also du kennst doch bestimmt Alexa oder Siri oder sowas und genau in die Richtung geht es. Wobei man halt sagen muss, Alexa und Siri, das ist alles Konsumermarkt. Konsumermarkt ist das, was wir zu Hause mit unseren Handys und Tablets und Smartphones nehmen. Wir bedienen, sag ich mal, ausschließlich oder vorrangig die Industrie. Die hat ganz andere Anforderungen. Es gibt rauere Umgebungsbedingungen, es gibt oder ganz feine, ganz reine Umgebungsbedingungen wie im Reinraum oder im Krankenhaus oder im OP-Saal. Und auch hier gibt es andere Anforderungen an eine Sprachsteuerung zum Beispiel. Okay. Ich habe was richtig Cooles gefunden. Da kannst du deine Müll so rein und das macht auch so, das ist fantastisch. Das ist cool. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Vertrieb. Hallo, ich bin die Lilian, bleibst du? Hallo, ich bin Diana. Und was machst du so den ganzen Tag? Das ist eine interessante Frage. Ich denke, du hast heute schon ganz viele kennengelernt, ja, in der GET. Jetzt bist du quasi bei uns gelandet im Vertrieb. Hast du eine Ahnung, was Vertrieb bedeutet? Nein. Vertrieb heißt eigentlich nichts anderes als verkaufen. Nicht nur ich alleine, sondern noch ganz viele andere in meinem Team, die dazugehören. Wir verkaufen unsere Produkte. Vorrangig die, die wir hier auch in Treuen fertigen. Unsere Kunden sitzen überall auf der Welt, weltweit. Die rufen uns an, die schreiben uns eine E-Mail, die kontaktieren uns über die Website, über Online-Formulare, kennst du vielleicht so ein bisschen auch, also im privaten Bereich. Wolltest du diese Arbeit schon immer mal machen? Ich habe davor was ganz, ganz anderes gemacht. Ich war vorher im Einkauf für Textilien, für Bekleidung. Okay. Und dass ich hier zur GET gekommen bin, war kein Zufall. Ich wollte gerne in das Unternehmen, ich habe viel über die Firma gelesen, was die machen, wie sehr sich das Unternehmen auch engagiert für die Region hier, für die Mitarbeiter und habe dann spontan entschieden, mich zu bewerben und so bin ich eigentlich hierher gekommen. Ich mag es sehr gerne zu verkaufen, ich habe eine Leidenschaft für den Vertrieb, mir gefällt es unwahrscheinlich gut, mit Leuten zu telefonieren, ihnen zu helfen, einfach auch die Probleme sich anzuhören und die perfekte Lösung zu finden, sodass der Kunde glücklich ist. Und wie findest du das komplette Kollegium, also in der ganzen GET? Mhm, finde ich natürlich toll, klar. Ganz viele unterschiedliche Leute hier mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Es gibt einen ganz großen Teil unserer Mitarbeiter, die in der Fertigung tätig sind, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Die hast du bestimmt gesehen. Ja. Denke ich mal, von der Montage über die Druckabteilung, im Vertrieb, in der Produktentwicklung, im Einkauf. Sehr unterschiedlich, ist bunt gemischt, von ganz jung ist schon älter, ist alles dabei und es macht sehr viel Spaß. So, wir sind jetzt erstmal fertig mit Drehen. Ich habe auch von jemandem gehört, dass die Sachen, die sie produzieren,
durch die ganze Welt geschickt werden. Und dass wir alle die Sachen, die die machen, irgendwie schon alle einmal benutzt haben. Zum Beispiel Bankautomaten, verschiedene Tasten und Knöpfe, Tastaturen und Getränkeautomaten. Und irgendwie finde ich es auch cool und faszinierend, dass innen so viel mehr los ist als draußen. Also ich meine, die Leute, die ja vorbeilaufen und fahren, sehen ja nur das Äußere von Nugget und nicht das Innere. Und das Innere hat mich sehr überzeugt. Und ich hoffe, euch auch.